Fresoli rückt ein, beziehungsweise kommt erstmal heran, schaut sich das Ganze noch in Ruhe an. Die anderen Kandidaten müssten alle eingerückt sein, jawohl. Anatina mit ein paar Problemen in der Startbox. Tom Schurich ist mal kurz aus den Steigbügeln raus. Anatina hat sich beruhigt, Tom Schurich wieder im Sattel. Fresoli kommt ganz innen heran, damit das Feld unter Starters Order. Und Boxlauf zum Preis des Gesichts, gerade jetzt in diesem Augenblick an der 1800 Meter Marke. Hinten raus in die Tropa, auch Anatina hinten raus. Wer will gehen, wer kann gehen? Philippa hat erstmal die Spitze gemeinsam mit Baltic Best. Philippa, Baltic Best, dann Fresoli auch gut mit dabei. Lady McBen, dahinter Night Music. Diese fünf sind vorn und dahinter dann Anatina und Nitropa. So sind die Pferde in der Gegenseite unterwegs, auch wie Sie sehen können, recht dicht beieinander, die sieben Kandidaten. Noch ca. 1400 Meter gleich bis zum Ziel und Lady McBen hat sich jetzt an die Spitze setzen können. Die 4 führt vor Baltic Best an zweiter Position. Dahinter dann Fresoli vor Night Music, vor Philippa, Nitropa und außen daneben in dritter Spur ist Anatina auszumachen. Dicht beieinander die sieben Ladies durch die Gegenseite in recht ruhiger Fahrt, vorgelegt von Lady McBen und Wladimir Panov. Lady McBen führt mit dem Vorteil von 1,5 Längen vor Baltic Best. Dahinter dann Fresoli an der Innenseite an dritter Position vor Night Music. Dahinter dann Philippa an der Innenseite, außen begleitet von Anatina. Und letztes Pferd ist Nitropa, aber unverändert sind die Stuten dicht beisammen. Die Gegenseite ist in diesem Augenblick verlassen worden und der Dahlwitzer Bogen steht an. Lady McBen mit dem Kommando vor Baltic Best, dahinter Fresoli, dicht auf ist auch Night Music, dann Philippa an der Innenseite vor Anatina und Nitropa. Vorne Lady McBen, alles unverändert, vor Baltic Best, dahinter Fresoli. Eddie Pedrosa macht sich auf den Weg nach vorne auf Night Music. Eine Lücke zu sehen bis zu Philippa vor Nitropa und Anatina. So kommen die Stuten jetzt in die Zielgerade hinein. Lady McBen abgelöst jetzt von Fresoli an der Innenseite und Baltic Best außen daneben. Night Music auf dem Weg nach vorne. Fresoli ganz innen. Fresoli, Baltic Best und Night Music. Diese drei haben sich etwas lösen können von Lady McBen. Und die drei ziehen auch alle noch ganz gut hier. Die 300 Meter Marke ist längst passiert. Night Music vorne vor Baltic Best. Fresoli dicht auf. Ein Dreier-Endkampf, aber jetzt löst sich doch die Favoritin noch stärker. Eddie Pedrosa sitzt auf der Nummer 5 hier. Immer bequemer. Night Music vor Baltic Best und Fresoli. Diese drei können durchaus überzeugen im Preis des Küchstücks gerade. Die Favoritin kommt nach Hause. Die 5 gewinnt. Night Music. Vor Baltic Best, Fresoli dritte, dann eine Lücke bis zu Lady McBen, Philippas im Ziel vor Nitropa und letzte ist Anatina. Da gehen Sie auch in der Slow Motion nochmal über die Ziellinie. Die vorläufige Dreierwette zum dritten Rennen. Der Sieg geht an die Programmnummer 5, Night Music, geritten von Eduardo Pedrosa. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 2, Baltic Best unter Daniele Poku. Und auf dem dritten Rang die Programmnummer 8, Fresoli unter Alexander Pietsch. 5, 2, 8, die vorläufige Dreierwette zum Preis des Gestütgrades. Letztlich konnten sich die drei Favoritinnen des Rennens deutlich von den anderen absetzen und die heiße Favoritin wiederum hat sich
vor allen durchsetzen können. Night Music heißt sie. Die Programmnummer 5 trägt sie für den Stall Salzburg. Sehen Sie Eduardo Pedrosa im Sattel. Und zweiter Tagessieg für Andreas Wöhler, der mit toller Frühjahrsform ausgestattet ist. Ja, und hier macht auch der Ton die Musik. Mal schauen, wie es weitergeht mit Night Music. Toll gezogen ist sie. Ihr erstes Rennen hat sie sicher nach Hause gebracht. Und mal schauen, wie die Karriere fortläuft für diese heiße Favoritin, die hier leicht im Preis des Geschickgrades nach Hause kam.